jetzt fehlt obendrauf erstmal nur noch die Dachpappe. Ja, und dann muss ich noch ein bisschen was an Schrägen einbauen etc. Aber stabil genug zum drauf rumlaufen ist es jetzt schon. Aber sicher ist sicher, besser lieber noch ein bisschen mehr versteifen. An der Seite hier habe ich jetzt schon mal noch ein Brett rangebaut. Das steht auch ein bisschen oben über, damit uns nämlich nicht seitlich das Wasser runterlaufen kann. Da ziehe ich dann die Dachpappe jetzt ein kleines bisschen höher. Ja, Dachpappe liegt schon drauf, die erste Rolle. Und die war so schwer, die musste ich erstmal teilen, damit ich die überhaupt hochkriege. Aber jetzt ist sie oben und dann lege ich jetzt mal los und fange an, da oben die Dachpappe drauf zu nageln. Ein Stückchen fehlt noch, das hole ich mir gleich noch hoch. Ich habe noch unten einen kleinen Rest von einer anderen Rolle. Und dann muss ja hier noch alles abgedichtet werden. Aber das machen wir dann erst, wenn wir hier wirklich auch die ganzen Verfugungen machen, damit wir dann nicht später nochmal alles abreißen müssen. Ja, aber erstmal sollte es soweit dicht sein, dass es jetzt nicht mehr massiv runter tropft hinten an der Wand lang. Und wenn es jetzt hier an den Stellen, wo die Zuganker drin sind, noch ein bisschen durchtropft, ist es gar nicht so wild. Also ich warte mal den nächsten Regen ab und gucke mal, wie es dann aussieht. So, das sieht doch jetzt schon mal nach einem Dach aus. Ja, also wie gesagt, hinten die Anschlussschienen, die mache ich dann erst später ran. Und da bei den ganzen Zugankern wird noch ordentlich abgedichtet. Wenn es jetzt ein bisschen durchtropft, ist nicht so wild. Aber ich bin jetzt erstmal fertig. Jetzt muss ich hier noch aufräumen, ganze Restholz und Leiter wegpacken. Und dann kann ich auf Arbeit fahren. Hast du fein gemacht, mein Spatz? Ja. Auf diesem Weg hier haben wir ja vor zwei Jahren, glaube ich, eine ganze Menge Rindenwulst draufgeschmissen. So, was heißt eine ganze Menge? Vielleicht so dick, also nicht so super viel. Und hier haben wir so einige Stellen, wo der sich jetzt langsam fertilisiert hat. Deswegen werde ich jetzt vorne aus dem Garten mal die Hackschnitzel holen. Und werde das hier mal verteilen, denn ich rutsche hier ständig auf. Dieses Video ist gesponsert von der Schuhmarke Gießwein. Einigen von euch ist ja schon aufgefallen, dass ich meine blauen Gießwein-Schuhe jetzt auch
häufiger bei leichten Gartenarbeiten und auch manchmal bei Bauarbeiten benutze. Ich muss ganz ehrlich sagen, es macht so einen riesen Unterschied, wenn man wirklich gute Schuhe hat, die sich angenehm laufen. Gerade neulich, als ich diese ganze Umräumaktion gemacht habe und den ganzen Tag wirklich nur am Laufen war, war das zwar immer noch anstrengend für die Füße, aber hätte ich das mit meinen Baustellenschuhen gemacht, wäre ich einfach untergegangen. Und wie ihr seht, die Schuhe wären auch ordentlich dreckig. Aber ich habe festgestellt, dass sie wirklich mit einer Bürste sehr gut abbürstbar sind. Also das ist kein Problem. Und man kann sie wohl auch in die Waschmaschine packen. Das habe ich mich noch nicht getraut, aber ich glaube, das werde ich demnächst mal ausprobieren. Den Link zu Gießwein findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und mit dem Code ANNE20 kriegt ihr 20% Rabatt auf eure Bestellung. Und ihr glaubt gar nicht, wie angenehm das ist, hier über diesen frisch gemulchten Weg zu laufen, anstatt immer auszurutschen auf den Boden gehen. Schon überlegt, ob ich hier vorne auch noch was mache, aber eigentlich trocknet es ja bald wieder alles ab. So, na dann gucken wir mal. Man sieht doch gar nichts, oder? Von hier unten. Ich kann ja mal gucken. Ja, die Dachpappe ist drauf. Jetzt regnet es auch nicht mehr auf die Fahrräder. Wieder neues Anzündholz. Ja. Na schön. Hier vorne ist jetzt auch noch ein Blindbrett dran. Ja, und so nach und nach wird der Auslauf besser, größer, weiter, schöner. Aber alles voller Schnecken? Hihihi. Ich hatte gestern auch so ein Brett, wo überall Mini-Nacktschnecken dran waren. Das müssen wir noch mal zeigen. Hier, schaut mal. Alles voll. Ja, die müssen wir jetzt eigentlich entfernen, ne? Ja, eigentlich schon. Die fressen dann demnächst alles weg. So, hier vorne geht es jetzt auch endlich mal weiter. Ich habe jetzt endlich die Holunderwurzel rausgekriegt. Ich glaube, ich habe da jetzt eine Dreiviertelstunde dran gesessen mit Axt und mit Sägen und Aufbuddeln. Aber jetzt ist der Platz frei. Der wird hier natürlich wahrscheinlich auch wieder austreiben. Ich hatte ursprünglich geplant, hier diese Ziegel wieder drauf zu legen. Aber im Zuge dieser ganzen Ziegelaussortiermaßnahmen habe ich mich jetzt dagegen entschieden und die Ziegel, die ich dafür rausgelegt habe, auf die Palette gelegt. Und dabei ist mir aufgefallen, wir haben ja noch so ein paar Betonplatten, die hier als Gehwegplatten überall so verteilt waren. Und die werde ich jetzt hier hinlegen und dann können die Mülltonnen da drauf und dann ist alles tutti. Und zwar kann der Holunder unter der Betonplatte wahrscheinlich auch so ein bisschen schräg raus, aber ich denke, das können wir dann auch relativ einfach beheben. Also ich glaube nicht, dass der es schafft, die Betonplatte anzuheben mit der Mülltonne noch oben drauf. Also ja, muss ich jetzt diese super schweren Betonplatten hier erstmal rüberkriegen. Und ja, ich habe es mal kurz grob geschätzt, aber die 6 Platten sollten eigentlich reichen. Die sind auch alle gleich groß. Und dann haben wir wieder eine Ecke, die weniger müllig aussieht. Ja, hier unten noch die 2 Solarpaneelen von der neuen Anlage zu stehen. Die sollen jetzt da oben auf das neue Dach drauf. Ah, also muss ich jetzt erstmal gucken. Ich habe nämlich die Kabel hier vorher erstmal wirklich nur so oben durch so einen Schlitz durchgezogen. Das heißt,
ordentliches Loch machen in die Wand, damit ich in die Garage komme und dann wird alles ordentlich und neu verkabelt. Ja, also erstmal Geräte raus und anfangen Löcher zu machen. I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything for you, anytime. Carry you on. Sehr schön, die vier Löcher sind jetzt in der Wand drin. Die alten Kabel habe ich jetzt schon mal rausgezogen, hatte ja schon ein Loch drin. Und da kommt jetzt durch jedes Loch kommt jetzt ein paar von Kabel von jeweils einem Paneel. Ich habe jetzt nur noch vier oben drauf und die anderen vorher, die waren ja alle in Reihe geschaltet und die müssen jetzt alle einzeln reingezogen werden. Also ein bisschen mehr Kabellage, aber ja, ich habe genug Kabel da jetzt. Stecker habe ich auch, also kann ich die auch einzeln jetzt alle konfektionieren und dann wird jedes einzelne angeschlossen. Ach, es ist gerade noch perfekte Sonne. Die Anlage hat eigentlich noch ganz gut eingespeist. Aber ich habe es jetzt stillgelegt und jetzt mache ich mich mal ran und löse mal die ganzen Kabel. Die gehen nämlich alle ein bisschen schwerer auseinander. Sie sitzen ziemlich stramm. Und dann wuchten wir die Teile mal da oben rauf. So, die Teile sind jetzt erstmal auf dem Dach. Wie ihr seht, der Winkel ist noch bei, glaube ich, über 45 Grad. Weil die jetzt hier unten vorher auf dem Boden standen, habe ich den ein bisschen steiler angesetzt. Und die mache ich dann ganz zum Schluss, wenn ich sie festgemacht habe, setze ich die alle eine Etage tiefer, dass die halt auf unter 30 Grad kommen. So passt erstmal und jetzt alles festmachen und dann immer wieder jedes einzelne Kabel anfertigen, dann wieder rauf aufs Dach, alles anschließen, wieder runter und Kabel wieder anschließen, damit ich halt nicht aus Versehen irgendwelche Paneele falsch anschließe. So, die ersten zwei Paneele sind angeschlossen. Ich habe euch zwischendurch ja noch mal kurz gezeigt, jetzt, wie ich mal die Stecker krimpe. Wie ihr seht, es geht eigentlich ziemlich einfach mit dem passenden Werkzeug. Alles kein Problem. Man muss halt immer nur aufpassen, dass man wirklich auch die passenden Stecker auf das richtige Kabel macht, damit man die nicht aus Versehen verpolt. Ja, ansonsten, ich langweile euch jetzt nicht weiter mit den zweiten Paneelen. Die schließe ich jetzt noch schnell an und dann kann der Wechselrichter endlich wieder an. Leider geht die Sonne langsam unter, also sehe ich dann erst morgen, ob alles ordentlich funktioniert. Ja, dass ich nicht sehe, wie es funktioniert, stimmt natürlich nicht. Da sind ja die Akkus dazwischen, also werde ich nachher schon sehen, ob die dann ordentlich einspeisen. Und wenn das funktioniert, dann weiß ich, dass alles ordentlich angeschlossen ist. So, alles erstmal wieder fliegend verkabelt. Also hinten die Kabel sind schon mal ordentlich. Hier kommt natürlich noch ein ordentlicher Kabelschacht dann ran und halt alles sauber miteinander verdrahtet. Aber ja, da habe ich heute keine Lust mehr drauf. Später soll hier auch mal noch ein ordentlicher Schrank hin, weil ihr seht ja, das sind jetzt so zwei große Systeme. Das eine ist ja der große 48 Volt Akku und dann halt jetzt noch die zwei neuen Solarbanken dazu. Ja, auf jeden Fall. Erstmal läuft es alles. Hinten kommt dann der Wechselrichter an die Wand. Aber ich glaube, da gehe ich vorher noch mal ein bisschen an den Fugen lang und mache das erstmal alles ein bisschen glatt, bevor ich da jetzt wieder irgendwas anbaue.
Aber ansonsten, ich bin zufrieden. Eingestellt sind gerade 100 Watt, wie ich gerade sehe. Das ist gerade schwer zu erkennen. Der speist gerade 104 ein. Also der Wechselrichter und die Akkus machen das, was sie sollen. Funktioniert. Morgen sehe ich mal, wie es den ganzen Tag aussieht. Morgen soll nämlich auch wieder richtig schön die Sonne scheinen. Heute ist wieder mal wunderschönes Wetter. Es soll jetzt irgendwie übers Wochenende 25 Grad werden. Ich bin mal gespannt. Das ist ja das erste Mal, dass es dieses Jahr so warm wird. Es wird langsam Zeit, um die Weidenstecklinge, die ich im Winter geschnitten habe und eingelagert habe, um die vorne im Vorgarten als Weidenzaun aufzustellen. Wir haben heute schon einen großen Erdnagel gefunden, den ich benutzen kann, um die Löcher sozusagen vorzubohren, dass ich die einfach nur reinstecken muss. Ja, und zwar war da immer noch so ein bisschen die Überlegung, ob wir jetzt so 40 cm lange Stücken nehmen, wie das auch oft gemacht wird, oder jetzt die längeren Peitschen. Die wachsen wohl nicht ganz so gut an, aber bei allem, was ich gesehen habe, wo diese Flechtzäune gemacht wurden, wurden schon eher so diese 1,5 Meter langen Weidenstöcker benutzt und nicht diese kurzen Stecklinge. Von daher werde ich das jetzt einfach so machen und werde mir noch ein paar Weidenstecklinge sozusagen abschneiden, die in Wasser stellen, dass die anwuchsen, also dass die quasi jetzt nicht vertrocknen während der Zeit. Und falls jetzt was nicht anwachsen sollte, dann kann ich das immer noch mal nachstecken, dass es nachwächst. Vom Prinzip her wächst ja alles in einem Jahr so schnell nach, dass es kein Problem darstellen sollte. Ja, also wir haben vorhin schon mal ein bisschen getestet. Der Metallstab, den wir uns rausgesucht haben, der geht sehr gut in den Boden rein. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei diesem Lehmboden hier, dass wenn das zu trocken ist schon, dann kommst du da einfach nicht mehr rein. Du musst wahrscheinlich dann eine Bohrmaschine nehmen und es dann reinbohren sozusagen. Aber momentan ist die Erde noch schön feucht und dementsprechend kommt man sehr gut rein. Gut, dann schnappe ich mir mal die Weidenäste und dann geht's los. Ja, hier sind die besagten Weidenäste. Ich habe jetzt mal geguckt. Ich glaube, ich brauche doch gar nicht so viele. Aber so habe ich eben noch mal ein bisschen Backup. Denn ich habe hier einige, die auch wirklich schon vertrocknet sind. Die werden dann so richtig dunkel und die Rinde sieht dann so ein bisschen vertrocknet aus. Also der hier ist auf jeden Fall schon tot. Die kann ich aussortieren. Aber ich habe auch ein paar gesehen, die schon... Hier haben wir einen, die schon gewurzelt haben. Ich habe jetzt aber gesehen, das Wasser hier in den Bottichen ist auch schon alle. Das heißt, die haben natürlich auch schon kräftig was weggetrunken. Es wird jetzt also höchste Zeit. Ich habe hier noch ein paar Äste von meiner Oma, von der Haselnuss. Ich sehe, da ist auch was mit Wurzeln dran. Die werde ich auch stecken und werde mal gucken, ob das was wird. Die hat auf jeden Fall schon was ausgetrieben. Dann schauen wir mal, wie gut sich das Ganze macht. Thank you.
So, der Weidenzaun ist installiert. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber mindestens eine Stunde habe ich bestimmt gebraucht. Wahrscheinlich sogar mehr. Ich habe jetzt gleich vorne mal noch ein bisschen geguckt, dass ich die ganzen Zaunrübenwurzeln noch alle rauskriege. Die wuchern ja immer den Garten dort an der Stelle extrem zu. Und auch noch vieles von dem wilden Hopfen, der ja auch alles zuwuchert. Der hat wirklich so dicke Wurzeln und die rauszubrechen ist halt auch echt nicht ohne. Der ganze Vorgarten ist damit ja, also ein Teil des Vorgartens ist damit ja auch noch komplett zugewuchert und das Zeug ist so massiv. Also wer Probleme hat mit Efeu, der sollte sich auf jeden Fall keinen wilden Hopfen einpflanzen. Das Zeug ist noch 10-mal schlimmer. Ja, jedenfalls habe ich jetzt da, wo der neue Durchgang kommen soll, direkt neben der Einfahrt noch längere Stöcker noch eingebuddelt und noch ein paar kleinere. Mal gucken, was davon anwächst. Ansonsten sind ja diese dickeren Stämme dann sozusagen das Grundgerüst für andere, die sich dann noch mit reinrangeln können sozusagen. Also schauen wir jetzt erstmal, wie sich das entwickelt. Die Triebe, die ich jetzt eingepflanzt habe, sehen auf jeden Fall sehr gut aus. Ich hatte ja jetzt viel Auswahl und ich habe jetzt irgendwie noch ganz, ganz viel übrig. Ich glaube, es war auch so, dass man eigentlich alle 15 cm zwei Stöcker in ein Pflanzloch reinmachen sollte. Und ich habe jetzt, glaube ich, halt einfach nur die nah beieinander gemacht und dann noch die 15 cm und manchmal 20. Also ich habe es, glaube ich, ein bisschen offener sozusagen gemacht, wie ursprünglich berechnet. Und ja, ist aber auch okay. Das Zeug wird nämlich sowas von wuchern, wenn es dann alles wirklich anwächst. Je mehr Pflanzen dann auf einen Haufen sind, desto mehr Wasser brauchen die ja dann auch. Das ist zwar an der Stelle jetzt nicht so problematisch, aber dadurch, dass ja noch mein Gemüsegarten daneben ist, muss ich natürlich schon immer ein bisschen gucken, wie das mit dem Wasser dann sich gegenseitig konkurriert. Ja, dann musste ich noch meine Kornelkirsche umpflanzen. Die steht jetzt ein bisschen sonniger. Die ist zwar jetzt echt in den letzten 3 Jahren wirklich wunderschön angewachsen endlich. Deswegen hat es mir ein bisschen leid getan, die nochmal zu versetzen. Aber ich glaube, in Konkurrenz mit den Weiden wäre die dann, glaube ich, eingegangen. Und sie hätte dann wieder weniger Licht gehabt. Also habe ich sie jetzt sonniger gestellt, neben den Weg. Und ich denke mal, dort wird es ihr besser gefallen. Auf meiner Liste steht noch das Hochbeet verlängern noch, dass ich letztes Mal angefangen habe, mit Ziegel zuzuschütten sozusagen. Das würde ich gerne noch fertig machen. Das ist die Voliere bis zum Ende sozusagen zumacht, also halt ausfüllt. Und dann hatte ich überlegt, ob ich die Voliere noch streiche. Ich weiß aber nicht genau, ob wir noch genügend Farbe übrig haben. Und da ist ja immer so die Sache, wenn man dann halt eine andere Charge nimmt, dass es dann anders aussehen kann. Weiß ich jetzt nicht so genau. Die Voliere soll ja auch noch eingezäunt werden und den Zaun habe ich tatsächlich gestern bestellt. 2 Meter Matten, also 2 Meter hoch habe ich die jetzt bestellt und auch ziemlich engmaschig. Es ist jetzt gerade super laut drauf, ich weiß gar nicht warum. Ich finde jetzt schon wieder alle am Mähen. Und genau, das müsste nächste Woche kommen und deswegen möchte ich gerne diesen Bereich von der Voliere so langsam in dieses Stadium kriegen, dass wir den Zaun dann halt auch zeitnah dann ranmachen können, dass das alles nicht so lange dauert dann. Wahnsinn, was eben war es noch völlig ruhig und still und es war ein wunderschöner Samstagvormittag. Und jetzt sind, glaube ich, 3 Leute gleichzeitig am Freischneiden und Rasenmähen. Ist ja auch okay, es ist ja Samstag. Aber ja, ich glaube, ich mache jetzt erstmal ein Päuschen.
Heute Morgen werde ich mich mal daran machen, unsere wunderschönen Paprikapflanzen umzutopfen. Ich habe mir schon ein paar größere Töpfchen geholt. Wir haben da hinten gerade eine sehr mitteilungsbedürftige Amsel. Ich hoffe, man hört mich trotzdem noch. Ich war gestern noch in der Gärtnerei und habe mir erstmal noch torffreie Erde geholt, damit ich noch umtopfen kann, weil mir so langsam die Erde ausging. Und natürlich konnte ich nicht an einer Pflanze dran vorbei. Ich habe mir noch diese Pfingstrose noch geholt, weil die mich so angelacht hat. Wir haben ja vorne zwei Pfingstrosen, eine sehr alte, die schon da war. Und dann habe ich noch eine dazu gepflanzt. Und die sind beide rosa. Und ich hätte eigentlich gerne noch ein paar andere Sorten und ein paar andere Farben da vorne. Dieses Jahr möchte ich mehr im Garten in die Richtung gehen, dass ich nicht so viele unterschiedliche Pflanzen wie mögliche unterbringe, sondern mehr darauf achte, dass entweder so Inseln sind, wo eben viele von einer Sorte mit drin sind oder sich eben bestimmte Elemente im Garten wiederholen, dass man so nach und nach mal so ein wiederkehrendes Muster in diesem Garten wiederfindet. Und die Rosen sind natürlich da ein ganz großer Teil von. Die werden ja auch immer kräftiger und größer, was mich sehr freut. Aber auch so bei diesen einzelnen Stauden und Pflanzen, die hier so nach und nach in den Garten reingezogen sind, möchte ich so nach und nach mehr holen, damit das Ganze mal ein bisschen abgerundeter wird. Hier im Innenhof ist es erstmal noch nicht so dramatisch, weil wir den ja nochmal komplett umgestalten. Aber im Vorgarten zumindest möchte ich so nach und nach mal mich da ein bisschen mehr austoben, weil sich da ja strukturell nicht mehr groß was verändern wird. Und neulich bin ich in der Stadt gewesen und habe auf dem Parkplatz gewartet und gucke so auf so einen Schutthaufen. Und dann dachte ich mir so, hä, die Farbe kennst du doch? Und da war tatsächlich eine Schachbrettblume, die da irgendwie hingelangt ist. Also es war definitiv keine wild dort wachsende, weil das halt eine laufende Baustelle dort ist. Und dann habe ich mir die halt einfach rausgenommen. Also das war halt auch wirklich bloß diese Knolle mitten in diesem völligen Schutthaufen drin. Habe ich mir die jetzt einfach mal eingesackt und habe die zu meiner anderen Schachbrettblume gepackt. Und dachte ich mir auch so, irgendwie witziger Zufall, weil bei uns wächst die, glaube ich, gar nicht so natürlich jetzt hier in Brandenburg, vor allem aber nicht in der Stadt mitten auf dem Schutthaufen. Also ich denke mal, da hat irgendwie, dass das bei den Bauarbeiten vielleicht die Bepflanzung dort, die dort war, vielleicht irgendwie durchmischt wurde. Oder ich habe keine Ahnung, ob jemand sein Osterkörbchen dort ausgekippt hat und es dann da irgendwie verwurschtelt ist. Jedenfalls habe ich sie gerettet vorm Sterben. Und jetzt darf sie bei uns im Garten weiter wachsen. Manche von euch haben es ja schon mitbekommen, auf Instagram habe ich das ja geteilt. Das mit den Küken hat leider nicht geklappt. Es ist zwar ein Ei war angepickt, aber es ist leider auch nicht von alleine rausgekommen. Nachdem es dann so 24 Stunden alleine gekämpft hat und nicht so richtig vorwärts gekommen ist, habe ich ihm dann halt doch geholfen, so ein Stück weit es auszupacken. Aber es war natürlich, hat nicht so ganz geklappt. Es ist ja auch ganz normal, sage ich natürlich leider. Ja, die ersten drei Male, die wir das mit der Kunstbrut gemacht haben, hat es ja wunderbar funktioniert. Wir hatten ja nur einen einzigen Schlupf, das war der dritte, wo nur die Hälfte geschlüpft ist, wo die Eier aber auch durch den Transport teilweise beschädigt waren. Also das konnte ich beim Durchleuchten sozusagen erkennen, dass da einige Risse richtig drin waren. Ansonsten hat es aber immer super funktioniert. Und deshalb denke ich mir so, das ist irgendwie der Vorführeffekt, dass das jetzt passiert. Und deshalb die Entscheidung von meiner Seite jetzt, das nicht mehr so groß mit euch zu teilen und euch dann einfach vollendete Tatsachen zu stellen, wenn es geklappt hat und euch das ansonsten gar nicht zu zeigen. Ich weiß, wir sind ja hier sehr darauf erpicht, auch eben was nicht so gut läuft, zu teilen mit euch. Aber das ist für mich jedes Mal so eine emotionale Achterbahnfahrt, mich dann auch nachdem sowas passiert ist. Und mit Lebewesen geht es einem ja doch sehr an die Nieren sozusagen. Das ist einfach was anderes, als wenn man jetzt beim Bau irgendwas falsch geschnitten hat oder sowas. Ist es halt einfach was anderes, wenn ja, es um Lebewesen geht. Und deshalb muss ich da für mich einfach auch so ein bisschen den Selbstschutz aktivieren, dass ich das dann nicht auch noch breittreten muss sozusagen. Ja, das war's wieder mit unserer Folge. Diese Woche war ich nicht so viel mit dabei.
Bei mir war ganz viel auf Arbeit zu tun, noch Schmiedekurs und da muss ich auch gleich wieder hin. Ja. Und dadurch, dass dieses mit den Küken nicht so geklappt hat, hat mir das persönlich auch ein bisschen Wind aus den Segeln genommen für den Stall. Aber ich habe noch eine ganze Menge an der Voliere gemacht. Das möchte ich aber dann in einem extra Video machen oder mit in einem einzelnen Video gesammelt. Deshalb seht ihr das jetzt diese Woche noch nicht. Ansonsten ist es letztes Wochenende plötzlich Frühling geworden. Ja, ne? Plötzlich ist alles wieder grün. Ihr seht da hinten, der Holunder ist grün. Jetzt sieht alles nicht mehr so braun und trist aus. Alles blüht. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bei uns soll es zumindest heute. Ja, und morgen auch noch richtig schönes Wetter werden. Genau. Ja, also und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.